Hey Leute, der L hier zurück mit einem neuen Teil von Arcania. Und ja, wir haben im letzten Teil erlebt, wie unser Held leider wirklich ein bisschen vom Schicksal gebeutelt wurde. Die Familie verloren, die Heimat verloren, die Verlobte verloren. Er sind jetzt natürlich auf Rache und ich bin eigentlich schon bereit, ihm die zu geben. Nun müssen wir die Sache halt echt langsam angehen. Ist halt doch noch irgendwie ein Jungspund, ein Grünschnabel. Aber wir gehen da erstmal Diegos Tipp nach und gehen hoch. Da oben ist nämlich schon das Gebäude zu der Kneipe und ich höre jetzt aber schon Viecher. Also die Goblins sind mit unserem Knölzbolzen hier echt überhaupt kein Thema. Den hau ich hier einfach die Klüsen eckig, den Jungs. Haben wir auch ein Zeug dabei. So, wie sieht's eigentlich waffentechnisch aus? Viel. Aber die macht halt wirklich eklatant mehr Schaden. Ich meine, wir haben das Problem mit dem Block, aber das geht halt mit der Waffe zur Not auch. Es erinnert mich tierisch an Dark Souls, die Rolle. So ein bisschen an die Fat Roll allerdings, weil es halt auch extrem langsam ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es irgendwann schneller wird. Und wir gehen erstmal in den Gasthof. Gespaltene Jungfrau, das... Hey, ich kenne dich nicht. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Boot von Fischir. Und das soll ich dir glauben? Schau runter zum Strand, da liegt das Boot. Ich lass dich durch, aber mach bloß keinen Ärger, sonst bekommst du es mit uns Holzfällern zu tun. Nee, ihr könnt oben im Bild, jetzt leider ist das durch Gegner ein bisschen übertüncht, aber da könnt ihr das Schild schon... sehen, gespaltene Jungfrau, das finde ich eigentlich recht witzig. Das haben sie damals schon gemacht für die Leute, die nicht lesen konnten. Das war tatsächlich im richtigen Mittelalter auch so. Nicht hier bei so Fantasy, ich möchte das hier nicht vergleichen, aber es war tatsächlich so, dass dann wirklich die Schilder von Kneipen und auch von Handwerkern und sowas so dargestellt wurden, bildhaft, dass das tatsächlich Leute, die nicht lesen konnten, auch erkennen konnten. Ich suche Dranes, wo finde ich ihn? Ich suche Dranes. Wo finde ich ihn? Im Schankraum oder auf seinem Zimmer. Frag am besten mal Murdra, die weiß bestimmt, wo er steckt. Murdra? Die Wirtin hier. Geh einfach rein, du wirst sie schon finden. So. Wir gehen eh mal einfach rein. Hat der noch was zu sagen? Nein, der Stalljunge will nichts. Oder hat uns nichts mitzuteilen. Ich werde aber trotzdem hier noch rumgucken. Ihr wisst mein... angeborener Instinkt zu plündern. Wir haben da irgendeine Rune gefunden. Dem kann ich einfach... dem muss ich nachgeben. Es geht nicht anders. Rune der Wut. Diese Rune mehrt die Kraft des Anwenders. Doch er schert sich nicht mehr um seine Verteidigung, okay? Aber 300 wert, also... Ich werde sie nicht nutzen, aber verkaufen. Man denn dann wahrscheinlich da. Entschuldigung, ich habe gerade sowas wie einen kleinen Schluck auf. Da kann man wahrscheinlich rüber, um rauszukommen, schnell. Wenn es nötig sein sollte. Scheint aber erstmal nicht zu sein. Gehen wir in den Schankraum. Ah. Schöne Musik. Ist das Murdra? Das sieht mir nach Murdra aus. Aha, ein neuer. Wer hat dich hier reingelassen? Ein Holzfäller auf dem Hof. Nur damit du's weißt, normalerweise entscheide ich, wer reinkommt, wenn du ich Ärger mach keinen machst. Ärger. Bekomm ich's mit den Holzfällern zu tun, ich weiß. Merk's dir gut. Ich suche Dranes. Ich suche Dranes. Den hohen Herrn? Meinst, der empfängt einen Busch wie dich? Wir werden sehen. Sag mir einfach, wo ich ihn finde. Sitzt oben in seinem Zimmer, der hohe Herr, und liest. Tut er immer. Selbst das Essen muss ich ihm hochbringen.
Geh die Treppe rauf und raus auf den Balkon. Dann nach rechts. Na gut, Mädel, du kannst aber ein paar Meter Bewegung auch gebrauchen. So, machen wir mal auf Ende. Und dann, ich habe gesehen, die hat eine Handelsoption. Finde ich bloß ein bisschen doof, dass man das hier nicht anwählen kann, sondern erst hier wieder. Was hat denn die Gute dabei? Haufen Tränke, aber nichts wirklich für mich Interessantes. Das Rezept nehme ich gern mit. Ansonsten hat die echt nichts, was irgendwie im Ansatz interessant sein könnte. Die Rezepte kann ich beide verkaufen. Das habe ich schon. Für gefrilltes Fleisch habe ich auch schon. Das interessiert mich nicht. Der Blitzschlag, den lasse ich mal vorsichtshalber drin für Gegner, die gestunt werden müssen. Ansonsten verkaufe ich da auch ein bisschen was. Das lasse ich drin. Die Fackeln. Das Mulrot-Fett weg. Das zarte Fleisch lasse ich noch. Köcher ist unverkäuflich, warum der da auftaucht. Die Wolfszene weiß ich nicht. Das kann sein, dass das nachher irgendwie Alchemie-Gedöns ist oder sowas. Interessiert mich jetzt aber gerade momentan nicht und wahrscheinlich im späteren Spielverlauf genauso wenig. Die Äpfel brauchen wir eigentlich wirklich nicht mehr. Wir haben so viel Zeug, was Heilung gibt und wesentlich besser als Äpfel. Nachttauchen-Elixier, dringende die Fähigkeit im Dunkeln zu sehen, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Gegrillte Fleisch lasse ich mal einfach drin. Mana-Trank brauchen wir noch nicht. Ausdauertrank lasse ich. Ach, verscheue ich auch. Brot nicht. Gurke brauchen wir nicht. Gut. Ansonsten. Amulett der Zähigkeit brauchen wir nicht mehr. Der Glücksbringer bleibt drin. Der fliegt raus. Gut. Die Pfeile lasse ich alle drin. Schäferstab. Unverkäuflich, okay. Kurzes Messer raus. Stumpfes Messer. Auch alle weg. Heugabeln weg. Morsche Keule brauchen wir nicht mehr. Rostiges Schwert brauchen wir nicht mehr. Die Goblin-Keulen. 15 Stück. Hinfort damit. Diego's alte Magnete kann ich eh nicht verkaufen und Uruk Schande lassen wir auch drin. Gut, wir haben immer noch 3 Waffen bei, also passt alles eigentlich ganz gut. Und wo sehe ich eigentlich mein Gold? Ach, da oben. War fast 900 Gold. Das ist schon nice. Okay. Könnte ich mir in Drakensang fast ein Schiff verkaufen. Reisende. Alles uninteressante Charaktere. Reisende. Man merkt bei den Charakteren eigentlich immer schon, wenn man so auf sie zuläuft, ob die irgendwie wichtig sind oder nicht. Wichtig für mich wäre eigentlich eher wieder hemmungsloser Diebstahl. Aber da gibt's nichts. Holzfäller. Megazausel. Was ist hier los? Muss hier was weggeräumt bzw. mitgenommen werden? Nein. Na gut. Hier merkt man auch in dem Abschnitt des Spiels, das Spiel ist schon extrem ruckelig. Also so auf dem technischen Stand ist es nicht mal so weit wie Risen, obwohl es später rauskam und eigentlich auch dieselbe Engine benutzt. Die grundsätzliche Grafik finde ich ein bisschen hübscher, aber wenn die Technik denn nicht hinhaut, ist halt auch schade. Naja. Aber genug gemeckert, ich mag das Spiel ja, wie gesagt. Mit dich quatschen, Keule. Kann ich das klauen? Lest euch das ruhig durch. Okay. Ich bin bloß drüber geflogen. Dasselbe hiermit. Ich finde es übrigens interessant, dass denen das nicht stört.
Beschwörungsritual. Okay. Quatsch mal mit ihm. Hättest nie aufstehen brauchen, hättest ruhig sitzen bleiben können. Bist du der Ranis? Der bin ich. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach einem uralten Tempel hier im Gebirge. Ja, von einem Tempel dort oben habe ich gehört. Wo finde ich ihn? Keine Ahnung. Aber in der Burg beim Silbersee gibt es ein Archiv mit alten Landkarten. Wenn du irgendwo einen Hinweis auf den Tempel findest, dann dort. Wie komme ich zum Silbersee? Im Augenblick gar nicht. Räuber halten die Brücke nach Stuark besetzt. Die Leute hier schmieden Pläne gegen die Räuber. Gewinn ihr Vertrauen. Vielleicht helfen sie dir. Wer schmiedet Pläne gegen die Räuber? Murdra, die Wirtin hier. Da bin ich mir sicher. Und ich glaube, Rauter hat auch einen Plan. Rauter? Ein Gildenkämpfer. Er war eben noch bei mir. Hat vage Andeutungen gemacht über geheime Verhandlungen mit einem Teil der Räuber. Wo ist Rauter jetzt? Er wollte zu einem alten setarifischen Wachturm gehen, der im Süden von hier am Strand steht. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wo der ist. Aber wir gehen natürlich erstmal noch zur Murdra runter. Komm ich da vorbei? Mach das Brett ran. Danke. Hier gibt es doch bestimmt noch was zu plündern. Ich habe gedacht, das ist eine Leiter. Kiste! Was war das? Leichte Armbrust plus 2 Magiekraft. Manchmal sind die Stats der Gegenstände, also die Statuserhöhung, wirklich ein bisschen seltsam. Aber ich beschwere mich nicht drüber. Besser sind die hohle Hand gespuckt und außerdem ist es mittlerweile ein richtig schöner sonniger Tag geworden. Vorher war eher so bescheidenes Wetter. Es hört sich an, als ob die da unten sich kloppen und nicht kochen. Also, naja, was soll's. So. Ich habe jetzt gedacht, der heißt Hocker. Stalljunge, der ist so ein bisschen separiert. Ja, ich komme gleich. Und das ist typisch, ne? Machen wir jetzt auch mal eine Runde. Bringt überhaupt nichts, ist einfach bloß die Animation, aber wir quarzen uns mal ein. Zieht er sich das durch die Nase gerade rein? Das müssen wir noch genau gucken. Kann ich nicht, schade. Es ist doch nicht der Mund. Das ist eindeutig. Der haut sich das durch die Nase rein, der Gute. Alter. Koks in Rauchform, kenne ich auch nicht. Was willst du? Ja, ja, was willst denn du, Keule? Ey, geh mich aus der Sonne hier, Reisende. Murdra, sag was. Was willst du? Warst bei ja, war ich. Herren? Ja, er meinte, ich soll den Leuten hier in der Gegend zur Hand gehen. Wie steht es mit dir? Kann ich was für dich tun? Warum nicht? Kräftig siehst du dir aus. Was soll ich tun? Mir geht so langsam der Met aus. Und bis die nächste Lieferung kommt, kann's noch dauern. Verstehe. Ich soll dir welchen besorgen. Von Garf, einem der Holzfäller. Der hat sicher ein paar Fässchen übrig. Holst du mir zwei? Zwei Fässchen Met für dich, zwei für mich. Ist okay. Ich geh zu Garf und hol dir den Met. Ah, die Gäste wird's freuen. Und mich auch. Wo finde ich Garf? Musst aus dem Tor raus und dann gleich rechts den Weg runter. Am alten Wachturm vorbei. Da steht seine Hütte. Na, dann haben wir doch mal hier einen Plan. Wenn ich gern noch sehen würde, ist Rauter, aber ich glaube, der ist tatsächlich bei diesem Turm unten. Ich aktiviere mal im Logbuch das da. Das auch. Naja, gut. Das wird schon passen. Hey, ihr seid also höflich. Ich würde ja am liebsten höflich mit meinem Streitkolben
mit meinem Zweihändigen aufräumen. Holzfäller? Gränger, hast du was zu sagen? Garf ist doch auch ein Holzfäller. Wer ist jetzt Garf? Was weißt du von ihm? Ja, er ist auch ein Holzfäller im Dienste des Barons. Pass aber auf, er ist ein Säufer und ein ziemlich übler Kerl. Hat erst vor kurzem seine Katze ertränkt in einem Kübel. Das sagt doch schon alles. Ja, jetzt mal ehrlich, soll ich die erst zum Meer tragen? Sorry, ich hab nichts gegen Katzen. Wenn du aus dem Tor der gespaltenen Jungfrau rausgehst, musst du gleich rechts den Weg runter und am alten Wachturm vorbei. Dort findest du Garfs. Ach, Garf ist der, wo ich den Met holen soll, alles klar. Wenn du zu Garf gehst, wegen der Goblins. Mein Gedächtnis ist auch ein Sieb. Okay, dann machen wir das halt mal. Gleich rechts runter. Zum alten Wachturm. Mal gucken, was die Karte sagt. Noch nicht viel, weil noch nicht viel frei ist. Okay. Da geht's zum Links runter. Ah, da sehe ich doch einen Wachturm. Das könnte hinhauen, ne? Ah, das finde ich übrigens geil. Die Wolkenfetzen und die dadurch entstehenden Schatten am Boden. Euch Jungs fühle ich jetzt nicht so prall. Aber wisst ihr. Mal aber nix. Ihr gebt Erfahrungspunkte. So, weiter geht's. Ich kürze es immer ein bisschen ab mit dem Looten, damit es einfach schneller geht. Nicht ganz so viel Zeit frisst. Das ist ein Hobby-Gobby, oder? Jo. Der kriegt natürlich auf Schnauze. Ja, da ist nicht viel mit Blocken, ne? Bei meinem dicken Prügel. Entschuldigung. Oh, Zahntalisman gibt 7 Mana plus. Interessiert mich jetzt aber momentan so gar nicht. Wo? Hast du Lack gesoffen oder was? Und jetzt auch noch. Das nenne ich mal Friendly Fire. Der hat den voll erwischt gehabt. Ach, das sind Blutfliegen, nennen die sich. Und sind gleich wieder mehrere. Krieger des käferfressenden Stamms. Bleibst du jetzt mal stehen? Ich glaube, es hackt. Ich meine, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Das ist mir relativ egal. Und die neue Rüstung, die bringt echt ein bisschen was. Hätte ich nicht gedacht. Ey, ist das ein Sohn oder sind das irgendwie... Ich bin mir gar nicht sicher. Das sind Sorren von den Blutfliegen oder sind es die Trompeten von den oder Kriegshörner von den Goblins? What else? Habt ihr Doubt das Gesocks? Den hau ich die Glüsenegg. Ich kennt ja den Spruch, ne? Ein Häuptling, auf wie niedlich. So. Und bei Demon's Souls wäre jetzt mein Inventar schon wieder voll. Bei Skyrim auch. Ach, das ist das Sohn von denen. Okay, gut zu wissen. Wir reden übrigens immer von Ausdauer. Ich habe keine Ahnung, was die damit meinen. Weil die nimmt irgendwie beim Schlagen nicht ab. Klar, ich habe immer diese Pause drin und dann macht er wieder so eine Kombo. Ich habe keine Ahnung, Leute. Jetzt hören wir hier das Meer. Finde ich übrigens nice. Oh, wie sich das Rot da von der Sonne spiegelt, vom Sonnenaufgang. Ja, das Spiel hat so seine Momente. Jetzt ist es weg. Schade. Ich
Gehen wir hier mal rein. Hier ist, glaube ich, Rauter. Yo. Du bist Rauter? Hast du verdammt nochmal recht. Ich bin Rauter. Ich habe gehört, du hast einen Plan, was man gegen die Räuber tun könnte. Verrätst du ihn mir? Klar. Hör zu. Wenn die Räuber einfach nur Räuber wären, würde ich sie abschlachten, keine Frage. Aber da sind ja auch Freunde dabei und die kann ich nicht einfach abschlachten, richtig? Du hast Freunde unter den Räubern? Ja, verflucht. Lörn und die anderen Fischer, die haben sich Dartan und seinen Spießgesellen angeschlossen, weil Murdra ihre Boote verkauft hat. Als sie im Krieg waren, die armen Hunde. Warum hat Murdra die Boote verkauft? Weiß ich auch nicht so genau. Ich war ja nicht da, richtig? Dann soll Murdra den Fischern doch einfach das Gold geben, das sie für die Boote bekommen hat. Vielleicht wird sie das ja. Aber als Lorne aus dem Krieg zurückgekommen ist und gehört hat, was Murdra gemacht hat, war er stinksauer und hat ihr das Holzbein geklaut. Das Holzbein? Welches Holzbein? Das Holzbein von Belgor, Murdras verstorbenem Mann. Murdra liegt viel an dem verdammten Bein. Ein Geschenk vom König. Ein Andenken. Was weiß ich. Frauen. Ja. Ist ja auch egal. Die beiden reden nicht mehr miteinander. Weiß ich nicht. Und was ist dein Plan? Lorne muss Murdra das Holzbein zurückbringen. Und Murdra den Fischern das Gold für die Boote geben. Dann ist alles in Butter. Die Fischer gehen wieder fischen und ich kann endlich die verdammten Räuber abschlachten. Kein Problem. Dann red doch mit Lorne. Das habe ich ja gerade gemacht, aber er vertraut mir nicht. Verfluchte Scheiße. Weil ich in der gespaltenen Jungfrau wohne bei Murdra. Ich dachte, du wohnst hier in dem Turm. Soll ich mal mit Lorne reden? Ja, warum nicht? Red du mal mit Lorne. Du bist neu hier. Neutral. Richtig. Wo ist er? Da oben auf dem alten Wachturm. Trauert seinen Booten nach und starrt auf die verdammte See. Warum finde ich sowas witzig? Ist echt schlimm. Aha, Frostfall. Nice. Okay, Heldenmut-Elixier kann ich selber basteln. Feldräuber-Armschienen. Nice. Das lohnt sich. Die hat er wahrscheinlich jetzt schon wieder automatisch angelegt. Gucken wir mal. Naja, hat er nicht. Aber die geben so viel verschiedene Sachen mehr. Lebensregeneration. Das ist natürlich geil, oh. Hat das zwar auch. Sind besser. Okay. Nehmen wir natürlich die. Gucken. Haben die irgendwie optischen Effekt oder was? Moment, da muss ich mal wahrscheinlich rausgehen, weil hier drinnen sieht man das echt nicht gut. Ich sehe da jetzt nicht so viel. Ja, gut. Belassen wir es dabei. Ich weiß, dass sich die Rüstung grundsätzlich optisch unterscheiden. Also wenn man eine Rüstung hat und einen Helm, da kriegt man auf jeden Fall ein anderes Outfit. Wenn man was Neues findet. Bei den Armschienen ist das jetzt auch nicht so wild. Du bist neu hier? Ja, warum? Dann steckst du vielleicht noch nicht unter einer Decke mit Murdra und hilfst einem verzweifelten Fischer. Was soll ich für dich tun? Ich habe ein Holzbein verloren. Klingt bescheuert, ich weiß, aber ich war damals stinksauer und ziemlich besoffen. Kannst du es für mich suchen? Warum suchst du es nicht selbst? Die Goblins werden immer frecher. Ich bin ein Fischer, kein Kämpfer. Du aber siehst aus, als könntest du mit einer Waffe gut umgehen. Also der Weg zu Lorne war jetzt echt nicht weit. Ich suche das Holzbein für dich. Hast du wenigstens ein paar Hinweise, die mir bei der Suche helfen? Es liegt irgendwo auf dem Hügel im Osten von hier. Dem Eberstein. Nach Rauch und Goblin-Pisse hat's gestunken, das weiß ich noch. Und in der Ferne war der alte Wachturm hier zu sehen. Dann gehe ich mal nach dem Holzbein suchen. Bleibst du hier? Nein, ich gehe zu meiner Hütte am Strand. Du findest mich dort. Na gut. Toll. Das Wetter schlägt hier um, Leute. Das ist, glaube ich, ein Zeichen. Leute, tut mir furchtbar leid. Aber wir müssen Feierabend machen für heute.
Hier ist noch eine schöne Perspektive. Jo, das sieht ein bisschen besser aus. Leute, ich sag tschüss für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich bin der L. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Ciao.